Du wolltest nur zwei? Du hast es erfasst, blöder Wichser. Kein Fleisch drin. Wollen wir tauschen? Nee. Hey! Keine Chance, ich bin praktisch fertig. Hier, nimm. Na, stecken, Alter, da ist auch nur Gemüse drin. Du willst mir doch nicht weismachen, dass du nur hergekommen bist, um Fußball zu gucken. Ich wollte dich eigentlich nach dort fragen. Kannst du nicht verstehen, dass ich hier nur sitze, um den Kindern bei ihrem Fußballspiel zuzusehen? Und du wagst es, mich um einen Joint anzubetteln? Der geht aufs Haus, Kumpel. Ich arbeite nie wieder für euch. Du weißt, dass wir deine Arbeit hier wirklich sehr schätzen. Ich bin mit der verdammten Scheiße endgültig durch. Jus, unsere Arbeit ist keine verdammte Scheiße, hast du verstanden? Dann gib es doch an deinen Bruder weiter. Ich will nicht auf euch angewiesen sein. Du hast es noch nicht gerafft, was? Das ist eine Prämie für deine gute Arbeit. Nimm es, sag Dank und scher dich zum Teufel. Danke. Betrunken und nackt in einem Whirlpool ertrinken. Nee, also du hast vielleicht Ideen, also wirklich, Charlie. Nee, das geht nicht. Was hältst du von einem Flugzeugcrash? Ja, mitten ins Meer. Oh, oder ein Motorrad. Mit 200 Stundenkilometern mitten in den Zug. Nicht schlecht, Negus. Mann, Negus. Ehrlich? Das ist geil. Ja, genau. Nein, das ist die gute Idee. Ja, das ist es. Ja. Dann müsste noch eine Kugel durch seinen Kopf fliegen. Was meinst du? Also, nee, das ist wirklich ziemlich ausgelutscht. Das geht gar nicht. Zu, dass du deine Birne freikriegst, sonst explodiert sie. Die Wahrsagerin meinte, ich würde mit einer Kugel im Kopf draufgehen. Wie wär's mit einer Bombe? Dann explodiert alles. Phänomenal. Alles steht in Flammen und... Und alles in Zeitlupe. Klar. Und ein Hangar? Wenn wir schon über Bombenanschläge reden, könnten wir doch genauso gut das Kino überfallen. Wir reden von Graffiti. Was machst du, wenn die uns erwischen? Bist du denn schon? Also? Entweder alle oder keiner. Okay, geht klar. Lass es uns durchziehen, dann sehen wir weiter. Dann ist dir alles klar. Wir stecken mit beiden Beinen mitten in der Scheiße. Richtig, Alter. Wir sollten zusehen, dass alles bis nächste Woche steht. Hört sich gut an. Wie geht's eigentlich deiner Mutter? Willst du tatsächlich deine Mutter allein lassen mit Arturo? Wenn ich zwei oder drei gute Treffer lande? Klar. Ohne mich geht's ihnen vielleicht besser. Wir gehen und kommen reich zurück. Zumindest ist dann Gras über die Sache gewachsen. Und die verdammte Scheiße geht wieder von vorne los. Verdammt, Sapo, du sollst da Schmiere stehen. Verdammt, es ist kalt, du Arschloch. Und außerdem total ruhig. Verpiss dich sofort an deine Ecke. Oh, ihr habt sowas von Paranoia. Pendejo. Für diese Scheiße ist er nicht zu gebrauchen. Ich weiß nicht, warum du noch auf ihn hörst, Mann. Er tut doch nur so. So schlimm ist er gar nicht. Bist du schon wieder gewesen? Wo und dann sind wir her? Einfach zur Hochzeit von Carmens Sohn gegangen. Du warst gar nicht eingeladen. Wie kann man dann einfach so da hingehen? Mama Latschanga ist dort aufgetreten. Da waren mit Sicherheit über 100 Leute da. Wir sind keinem aufgefallen. Aber man hat dich rausgeschmissen. Das war doch nur, weil die Braut Charlie angegriffen hat, Mama. Sie ist auf Rossoe losgegangen? Du lügst. Ich schwör's. Aber wieso? Von dem Moment an, als wir aufgetaucht sind, hat die Braut Charlie angestarrt. Er wusste gar nicht, wo er hinsehen soll. Er kriegte voll die Paranoia und fragte sich, woher kenne ich die Chica nur? Schließlich ist es selbst dem Bräutigam aufgefallen, der mächtig nervös wurde. Also haben wir versucht, uns davon zu schleichen. Und als wir dabei waren, uns irgendwohin zu verdrücken, ist die Braut uns in ihrem Hochzeitskleid gefolgt. Charlie wurde immer hektischer, weil uns alle beobachteten. Du musst 25 bis 30 Minuten draußen Schmiere stehen. Ich weiß nicht, was ist, wenn was schief geht? Wir gehen kein Risiko ein. Darauf gebe ich dir mein Ehrenwort.
Ich könnte meinen Wagen verlieren. Mann, du kannst dir 3 Wagen kaufen, wenn wir damit durch sind. Frische, heiße Tacos mit Schweinefleisch und Guacamole. Kommen Sie und kaufen Sie frische, heiße Tacos. Also, was sagst du? Einverstanden. Kein Wort. Du musst dich da natürlich besonders anstrengen. Stört es dich, wenn ich weiter esse, während du paffst? Nein, Bruderherz, überhaupt nicht. Heimlich rauche ich nie. Wo ist Pelosa? Dein Bruder hat ihn einem Freund mitgegeben, der übers Wochenende aufs Land fährt, damit er ein bisschen frei rumlaufen kann. Siehst du? Er versteht gar nichts, Mama. S.A.P.O. Langweilt mich mit seiner Show. Wenn du mal was anderes machst, hätten alle viel mehr Spaß, yo. Was guckst du denn? Du bist hier bei den großen Jungs. Du kannst nicht rappen, deine Platte hat einen Sprung. Du Mädchen trägst doch Röckchen. Und nicht ein Reim ist dir gelungen. Mach hier nicht einen Dicken, als könntest du mich ficken. Du bist nichts weiter als eine Schwuchtel, yo. Komm doch mal von vorne an. Hey, komm runter, wie bist du denn heute drauf? Geht dich nichts an. Was möchtest du Hurensohn denn hören?